Leute, hier haben wir ein Set von Penny im Werte von 24,95. Hier haben wir ein Set von Lidl im Werte von 62,95 plus 4,95 € Versandkosten bei beiden. Ihr habt mich gefragt, nicht ihr, aber einige von euch, kann man diese Sets aus dem Supermarkt wirklich gebrauchen? Und um das herauszufinden, haben wir den Yoshinator und den Maxinator, wollte ich gerade sagen, Angel Maximal, Maximilian Murawski, ihr kennt ihn, und beide zusammen auch von Catch and React. Leute, was sagt ihr zu diesen beiden Sets? Was ist das für ein Müll? Hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, heute doch lieber meine Steuern gemacht. Ohne Scheiß, wir waren vorhin noch im Lager und die haben da fleißig die Better Fishing Box gepackt. Und ich meinte, ich glaube, bei dem, was wir heute vorhaben, würde ich lieber die Box packen, als das zu machen, ja. Leute, ich finde, ihr macht diese Sachen schlechter, als sie sind. Guck mal, hier ist ein Kescher mit dabei, ist sogar ein Wobbler dabei. Ein Wobbler? Und eine Zange. Da ist sogar ein Wobbler. Und das Ganze hat einen Gesamtwert davon? 62,95 und 24,95. Und hier habt ihr sogar eine Pose und einen Rutenhalter dabei, Leute. Also ich weiß nicht, sag mal so, ich habe Köder, die kosten mehr als das Set. Okay, die Frage ist ja, kann man damit angeln, kann man damit Fische fangen? Was ist das bessere Set? Ist das für 62,95 € doppelt so gut wie das für 24,95? Also wir haben hier einmal die Kids-Ausgabe und einmal die Yoshi, da kann ich mit so langen Routen nicht so gut umgehen. Oh, zerbrochen, oder? Wer ist der Junge von euch beiden? Max. Dann müsstest du eigentlich die Kids. Nee, aber ich bin größer. Naja, also du kriegst die kleinere Route, die ist ja extra für kleine Kinder. Leute, nee, wir machen an. Also vielleicht machen wir erstmal ein kleines Unboxing. Was sagt ihr dazu? Guck mal, der Köder sieht jetzt nicht so schlecht aus, oder? Nee, vor allen Dingen. Also ich möchte die Kombo. Ich kann euch auch Gründe sagen und ich kann die besseren Gründe sagen, deswegen möchte ich die Kombo nehmen. Fängt ja hier an schon wie bei Fishing Wars, Junge. Alleine schon mal, dass hier ein Kescher dabei ist. Viel mehr Schnur drauf ist, ja, als auf der Scheiße. Guck dir das mal an, damit kannst du überhaupt nicht werfen. Damit kannst du nicht weiter als 10 Meter werfen, wenn du keinen riesen Köder ranhängst. Einen riesen Köder kannst du nicht ranhängen, weil die Rute zu dünn ist. Ich guck mal, aus welchem Material das ist. Die hat 75 Gramm Wurfgewicht, die hat wahrscheinlich 20 oder so. Oder 30. Ja, 20 Gramm. 20? 20 Gramm Wurfgewicht, da kannst du schon mal... Gut geschätzt, toll, da kann ich meine ganzen Köder nicht mal mit werfen. Hast du nichts gelernt aus dem Battle gegen Karl und Alex? Und hier sieht man, ohne Spaß, sieht man schon, warum der Kescher scheiße ist. Trotz Hakenschutz sind die Drillinge schon in diese Zinschere Max. Also wegen meiner ist es ja quasi ein Routenbattle. Also ich würde gerne, ich würde deutlich, deutlich lieber mit der angeln und wenn ich irgendwie die Chance habe darauf, dann würde ich die auch annehmen. Ich auch. Ja, aber seid ganz ehrlich, ihr würdet nicht, also die größere Challenge. 20 Gramm Route, wir wollen Hechte fangen. Ja, aber das ist doch die größere Challenge. Ja, die bricht ja schon beim... Die biegt sich doch dann richtig schön im Grill, das Max. Ist Glasfaser. Wie soll eine Glasfaser brechen? Beim Werfen bricht die schon. Das ist für un... Ist okay, unbrechbar. Ich sag dir, wenn ich, dann darf ich mit meiner angeln. Wir machen beim ersten Wurf bricht, dann darf ich mit meiner eigenen Route angeln. Nix wie ein 200 Gramm Köder ran und nimm's anlaufen. Nee, das geht nicht, Maxi. Muss diese Challenge... Ich habe keine 20 Gramm Köder zum Hechtangeln, wirklich nicht. Kriegt dort noch welche bei. Doch, ich habe ein paar kleine Wobbler, die könnten vielleicht funktionieren. Optimal. Haben wir's, gut. Damit haben aber wie gesagt, ja. Yoshi hat extra kleine Köder mitgenommen wegen Karl und Alex. Okay, pass auf, ich fasse zusammen. Nein! Ich habe gerade 25 Minuten gebraucht. Um aber du kannst nichts sagen, der Köder fängt. Leute, also es scheint sich herauszukristallisieren, dass keiner mit dieser wunderschönen Route im Wert von 24,95 € von Penny angeln möchte. Deswegen habe ich folgenden Vorschlag. Dass Maxi fängt an, hat er schon gesagt, dass er einen kleinen Köder dabei hat. Und wenn er damit einen Fisch fängt, wird gewechselt. Ja, das ist gut. Ja, und wenn nicht, ist ja genau mein Problem. Dann nicht. Das heißt, du musst dir einmal im Leben ein bisschen Mühe geben. Aber gib dir einmal im Leben ein bisschen Mühe. Guck dir das mal bitte an. Ich glaube, so schön. Ich würde lieber mit der angeln. Ist es besser als der Mist hier? Wollen wir mal einen kleinen Lacktest beim Wobbler machen? Welche, was sagst du dazu? Ich bin hellauf begeistert. Vor allen Dingen die Heckbremse sagt mir äußerst doll zu. Das Geile ist, man kann sogar wie Profiblinker in beide Richtungen drillen. Also man kann dem Fisch im Drill Schnur geben. Mega. Wir machen mal einen Lacktest, okay? Jetzt bin ich mal gespannt hier, Alter. Das ist eine, Victor, das ist doch schon alleine, es ist keine Spinnroute, da ist eine Pose dran. Wie eine Montage funktioniert, das nächste aber wohl. Alter, haben die auch eine Montage gebaut. Guck mal. Siehst du das? Mit 8 Stoppern hier. Genau, kannst du wenigstens das mal positiv erwähnen? Ja, sicher ist sicher. Ja, falls mal ein Stopper irgendwie abfliegt. Richtig. Okay, jetzt mal ohne Spaß, guck doch mal. Guck doch mal, er muss doch selber lachen. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Genau. Aber ziehst du mal bitte rein. Es ist einfach. Es ist nicht einfach, denke ich. Also, ich sag mal, früher haben die Leute wirklich. Hatten die noch nicht mal eine Nylonschnur. Ja, aber ich hab's ja. Ist ja Quatsch. Du hast es ja. Ja, aber du musst mal ausnahmsweise jetzt auch an die anderen denken, an die Einsteiger. Du hast heute. Ja, viel Spaß. Damit willst du ein Hecht fahren. Guck mal.
Das ist einfach nicht tierschonend. Okay, was machen wir da jetzt? Das ist, da reißt mir jeder Hecht ab, der beißt. Kannst sogar doppelt durchreißen. Also die Schnur ist schon mal für den Arsch. Aber völlig. Okay, was machen wir da? Haben wir eine andere Schnur? Ich hab was, eine andere Rolle? Ja, eine andere Rolle hat er. Ich hab keine andere Rolle. Ist durchgefallen. Nein, ich hab keine Spinnrollen mit. Ich hab Baitcast, das kann ich ja nicht ranmachen. Ich hab nur eine. Warum nicht? Weil das nicht... Ich frag mal nur ganz gut. Du hast auch eine, Victor. Ja, kein Triggergriff hat, weil die keinen... okay, die Ringe sind sogar sind so eine Schrottringe, dass man die sogar zum Baitcast nehmen könnte. Ich sage, versuch es einmal bitte. Mit einer Baitcast? Ja. Du wirst die auch so halten, ohne dass Yoga ranhängen. Auch ohne Trigger. Guck mal, es geht schon. Also, Maxi, ganz ehrlich, es... Du kannst dich nur zur Legende machen heute. Und das weißt vor allem, selber, ne? Diese Routenlänge passt auch super dazu. Ja. Das ist so. Maxi, du kannst dich nur unsterblich machen heute. Also wenn du... Du kannst nur gewinnen. Ja. Mit deiner Route, die du hast, und den Ködern, die kannst du immer ein Hecht fangen. Aber hier... Ne? Okay, ich finde es ein bisschen schade, weil ich hätte natürlich auch gerne diese Rolle im Einsatz gesehen. Aber ganz ehrlich, wenn die Schnur dann nicht mitmacht, dann ist es... Hier wirklich, guck dich das mal an. Soll ich hier mal testen? Ja. Durch. Du hast aber dickere Schnur, sehe ich jetzt schon. Ja, das geht. Okay, dann. Das wird ein Spaß. Oder halt, wir bespulen nochmal so 20 Meter normale Schnur drauf. 20 Meter. Und dann, beißt die Mutti. Und dann zieht die Mutti. Okay, also das habe ich natürlich auch noch nicht gesehen. Die Kombo wird ja dann quasi von einem Schlag von 29,95 auf was für einen Wert steigen? 729,95. Ja. Gut, würde ich sagen. Routen fertig machen und los geht's. Ich überlege echt, ob ich jetzt auch noch mal die Routenaktion teste kurz. Und dann kann ich auch meine eigene Route nehmen wahrscheinlich. Ist ja auch nicht fischschonend, wenn die Route jetzt bricht direkt und der Fisch dann ab ist. Vier Ringe. Mit der Einstellung kommt er heute nicht so weit. Bremse klingt gut. Maxi, gewöhn dich schon mal an den Sound. Ist aber ein Fuji-Rollenhalter, oder? Fuji-Ringe, Torsite, Titanium-Torsite. Die haben eine Plastikeinlage. Du bist ein Snob, Maxi. Das hat nichts mit Snob zu tun. Du kriegst ja im Angelladen für den Preis eine trotzdem bessere Route. Du hast sie ja noch nicht mal getestet ordentlich. Ja, aber sie ist halt auch einfach für unser Vorhaben hier, ist sie auch ein bisschen kurz zum Beispiel. Aber du könntest sie mit der Route, Maxi, könntest du sie im Stehen in der Nase probieren, oder? Lustige Hafenrundfahrt los hier, ne? Lustig vor allem. Auf der linken haben wir schöne deutsche wieder 4. Hm? Schöne runde Fender, schöne längliche Fender. Vorne links zu haben wir von den Müritzfischern. Haben wir hier im Boot auch einen runden Fender und einen länglichen Fender. Über die Fischbude, gibt es Fischen, Räucherfisch, Fischerimbiss, Ferienwohnung, Angelbude, Angelkorn, alles, was ein Anglerherz begehrt. Ne? Guck mal, hier von links, hier kommen die Einheimischen. Könnt ihr gerne mal gucken. Ja, das ist der Fischer. Er hat hier los. Die Piraten aus Somalia kommen. Wieso heizen die hier? Die somalischen Piraten. Macht da ganz schön cool, oder? Maxi! Ist das erlaubt? Ach. Hier auf der Müritz haben wir unsere eigenen Gesetze, nicht? Grüß dich, Werner! Auch noch einer Freund von mir. No Problem. Der wird es haben. Aber ich glaube, heute gewinnt keiner, da wir gar keine Challenge haben. Oder? Schon eigentlich. Es ist schon so ein Fishing Wars Freundschaftsspiel, würde ich sagen. Also ich bin sehr gespannt, ob die damit was fangen. Eigentlich sagt man ja, der Angler fängt den Fisch, nicht das Material fängt den Fisch. Nichtsdestotrotz, ich habe auch meine Routen mit dabei, um zu gucken, ob es jetzt wirklich an dem Angler, an dem Material oder sonst was lag oder ob es einfach nur im Wetter lag. Das heißt, ich bin quasi die Vergleichsgruppe. Es gibt ja in so wissenschaftlichen Tests immer Vergleichsgruppen. Ich bin sozusagen Gruppe A, das ist Gruppe B. Also ich werde quasi auch versuchen, hier vielleicht darauf zu zocken. Du hast die Placebo-Gruppe vergessen. Und die Placebo-Gruppe, genau. Genau, das ist dann, du. Ich werfe ohne Köder die Route aus. Genau, du musst es mal so machen. Und wenn du dann was fängst, dann wissen wir, dass alles so fake ist. Richtig. Das wär's ja jetzt. Ja.
wenn wir die Angelmatrix durchbrechen würden. Überlege mal. Ich war heute den ganzen Tag ohne Köder. Ich habe eh keinen Angelschein mehr. Okay, das behalten wir dann aber für uns. Okay. Wir werden daraus irgendwelchen Nutzen ziehen. Wir wissen noch nicht was. Fahren. Wir müssen was verkaufen. Okay, ich würde sagen, ich gebe mal ein bisschen Gas, damit wir heute auch noch ankommen. Übrigens, beste Beißer ist schon vorbei. Wollte ich mal sagen. Just saying. Aber wie gesagt, ich bin ja auch hier nur Protagonist. Köder können wir ja frei wählen, oder Max? Denke ich ja. Also war ja nur ein Köder dabei. Dann dürfen wir also unsere eigenen Köder nehmen. Bei mir war gar kein Köder dabei. Ja. Na, eine Pose. Ja. Müssen wir uns noch irgendwo hier eine Raupe vom Baum pflücken als Köder. Probieren wir einen kleinen Jerkbait and Swim. Mal gucken. Oh, hier ist überall Baitfisch. Kommen Sie ins Flachwasser, gutes Zeichen. Also der Frühling ist da. Also ich darf ja hier hinterher tuckern. Ich habe ja nur 15 PS. Der Führer schreit freie Boote hier bei den Müritzfischern. Und Maxi ist natürlich jetzt hier vor rausgedüst. Das heißt, ich brauche noch eine Weile, bis ich eingeholt habe. Aber gut, denk, Weile, Leute, wisst ihr ja. Und der Beißindex sowieso spricht für mich. So, der erste Spot. Eine kleine Senke hier. Und der erste Wurf. Fliegt schon mal. Ist geil. Macht Spaß. Voll. Und sie ist so leicht und es kurbelt sich so. So schön wie eine Pfeffermühle. Kurbelt sie sich. Also ich habe jetzt hier wirklich meine absolut liebste Rolle dran, weil das die, ja, die einzige war, die quasi vom Gewicht und so weiter dazu gepasst hat. Man braucht natürlich nicht so eine Rolle, die so viel Geld kostet, um Fische zu fangen, überhaupt gar nicht. Aber irgendwie ein bisschen was zusammenpasst und wo vorher zum Beispiel mal die Schnur hält, wäre schon nicht verkehrt. Und hier kann ich gleich mal demonstrieren, warum das schon mal absoluter Mist ist hiermit. Guck mal hier. Ich glaube, wenn ich da einen Fisch dran habe, dann es sind einfach viel zu wenig Ringe. Andersrum wäre es besser, aber auch eine Schwimmrolle hatte ich jetzt nicht. Und es wäre immer noch scheiße. Also die Ringe sind einfach. Die Ringe sollen ja alles, was man macht, auf die Route übertragen. Und alles, was am anderen Ende passiert, soll auf die Route übertragen werden. Und das geht bei 4 bis 5 Ringen nicht. Fisch. Wirklich? Ja. Also hier könnt ihr die Aktion der Route sehen. Schön. Max, ich hätte dann auch gerne mal den Kescher, bitte. Wirklich jetzt? Willst du den dafür nehmen? Nein, es war Spaß. Guck dir mal die Routenaktion an, Alter. Okay, ich mach dann mal meinen ersten Wurf gleich, ja? Bei mir war es der zweite. Ah, die Zange bräuchte ich, glaube ich, noch. Danke. Ja, geht. Kann man, also die Zange funktioniert. Der erste Fisch. Ich würde sagen, könnte schlechter anfangen, oder Maxi? Boah. Könnte schlechter anfangen. Könnte schlechter anfangen. Also ich würde mal sagen, 1-0 für Yoshi. Beziehungsweise 1-0 für die Konzepts bin Hechtzander. Gott sei Dank, ich habe ja noch nicht mal geworfen, als Yoshi den Fisch gefangen hat. Aber ohne Spaß, der Biss. Ja gut, 3 Meter vorm Boot halt. Ja. Fisch! Auch zweiter Wurf. Zweiter Wurf. Guck mal die Aktion an. Leute, die Route. Die Aktion der Route. Ist das nicht? Aber der erste Spot ist jetzt nicht der allerschlechteste. Also ich sag mal so, ich habe das Gewässer hier noch nie richtig beangelt alleine. Ich war hier einmal mit dir. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Oder? Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Nee. Ja, so Richtung 90. Echt? Also so sah es gerade aus, ich habe ihn nur so ein bisschen gesehen. Aber er steht auf jeden Fall unten. Also die andere Schnur wäre jetzt Digga, das safe. Ist ein guter Fisch. Safe gerissen. Digga, das ist ein Meterfisch. Wirklich? Ich glaube ja. Oh, er nimmt auf jeden Fall Schnur. Ich mach mal den. Richtig Schnur. Ich mach mal den Kescher ready, oder? Alter, Digga, der nimmt richtig Schnur. Ich kann gerade nichts machen. Die andere Schnur wäre 100. Ja, das kannst du vergessen. Die andere Schnur wäre 100% gerissen. Aber instant. Boah, fettes Ding, Alter. Alter, da hat man Angst, dass die Route bricht. Alter. Max, wir müssen den Kescher nehmen. Boah, hat er den weggehämmert. Alter, hat er den Köder weggehämmert. Der ist komplett verschwunden. Ja, dafür reicht auch die Zange nicht. Brauchst du den Kescher? Ich habe noch eine richtige dabei. Der Kill, den kriegen wir nicht in den Kescher. Viel zu klein. Rollmops. Da wird ein Rollmops draus gemacht. Das Ding, Alter. Schön, schön. Ich dachte, er ist das noch größer, aber an der Kombo kann man es halt sehr schlecht einschätzen hier. Aber 90 hat er auf jeden Fall. Ja. Oh, Mansen. Den jetzt mit der eigenen Route, Alter. Ja, obwohl der Drill ist jetzt nicht so verkehrt. Das stimmt auch wieder.
Vor allem die Scheiße ist, dass der die Köder sowas von weg hat, dass ich auch nicht sehe. Alter. Victor hat den richtigen Kescher, ne? An Bord. Wir haben nur den Eierkescher mitgenommen. Yes, Digga. Ist das Ding, Alter. Mit der Eierkombo, ey. Das gibt's doch nicht. Zweiter Wurf mit der Eierkombo. 1-1. 1-1. Was ist mittlerweile mein Spruch? No Reese fängt immer. No Reese? No Reese, no fun. Fun. Jo, 93. 94. 94. Gut, ja, oder? Nee, 95. Geile Nummer, Alter. Richtig 94er. Nice, Alter. Mein zweiter Wurf. Zweiter Wurf. Nicht der Tackle fängt die Fische, sondern der Angler. Und die Köder. Rolle. Und die Rolle. Und die Köder. 90, Leute, Entnahmefenster auf der Müritz. Fische über 90 dürfen zurückgesetzt werden und das werden wir jetzt tun. Ja, 94 ist definitiv drüber. Oh, Alter, hat mir eine Schelle gegeben noch. Richtig geil, Digga. So kann's anfangen. Da muss ich uns jetzt mal wirklich selber auf die Schulter klopfen. Wir haben 4 Würfe gemacht, jeder 2 Würfe gemacht. Wir haben so ein, was hatte deiner? 65? Ja. 65er, ein 94er. War die letzten Male schwerer. Das Tackle ist nicht das, was die Fische fängt. Nee. Bissverwertung ist auch top. Damit hätten wir nicht gerechnet, Max. Oder? Nee. Jetzt habe ich auch schon wieder richtig gute Laune. Ja. Wenn man, das der Key, Leute, an dem Ganzen ist, mit einer wirklich pessimistischen Stimmung und einer schlechten Laune reingehen, weil dann kann es eigentlich nur gut werden. Köder ist abgerissen. Ich dachte, das habt ihr gepeilt? Nee. Ja, na, man kann halt mit so einer Route auch wirklich nicht, die ist halt nicht dafür gedacht, hier mit solchen Sachen hier zu angeln halt. Die lädt sich natürlich total dreckig auf und deswegen muss man werfen wie ein Idiot. Dann kriegt man halt auch leichter mal einen Backlash. Und man schlägt sich die Spule. Mit der Rolle habe ich eigentlich sowieso nie Backlash. Aber mit der Route ist das möglich. Maxi, wir haben ja jetzt mit 2 Hardbaits die Fische gefangen. Da ist ja natürlich aufgrund der Drillinge die Quote, den Fisch zu haken, deutlich höher als mit einem Einzelhaken bei einem Gummifisch oder einem Stinger, wo du den Anhieb noch deutlich heftiger setzen musst. Das ist einer der Gründe, warum ich Hardbait genommen habe. Richtig. Wie wäre es denn, wenn wir es gleich mal probieren mit einem Gummi? Muss ja nicht ein Riesenlatschen sein, aber so ein, weiß nicht, so ein 15 cm oder 10 cm Gummi? Ich glaube, da habe ich mit der Route hier wirklich Probleme, irgendeinen Anhieb zu setzen. Ja, wir können es probieren, oder? Ich sag mal so, du fängst an. Du machst wieder nach. Wir haben gerade gehört, während wir noch hier fahren, dass die schon 2 Fische gefangen haben. Also so schlecht, wie die diese Routen gemacht haben, können sie ja nicht sein, wa? Richtig. Wenn die Routen Fische fangen. Wer fängt, hat recht. Richtig, also. Abfahrt. So, aber man muss mal sagen, da kommen jetzt gerade die anderen langsam an, ja. Wir sind schon nicht so schnell hierhin geheizt. Das ist natürlich schon ein Vorteil, den man mit einem besseren Boot einfach mal hat. Dass man halt, wir haben schon 2 Fische gefangen, da sind die noch nicht mal da. Da können sie noch so schönes Tackle haben. In dem Fall gehen die Fische fast auf Konto des Boots. Na ihr? Da wäre ich ja gerne dabei gewesen. Habt ihr wirklich welche gefangen? Ja, jeder eins. Ja, richtig nice, ey. Voll geil. Und wie war das so, vom Gefühl her? Die Spitze hat sich eigentlich nur gebogen. Der Rest der Route hat nicht viel gemacht. Obwohl doch, bei mir mehr als bei Maxi. Bei Maxi hat sich eigentlich nur die Spitze gebogen. Also würdest du sagen, die Route hat perfekt die Schläge vom Hecht abgefedert? Ja, optimal. Ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Alter, aber auswerfen kann sie. Wie ein Großer, oder? Wie ein Großer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei Maxi aussieht, ehrlich gesagt. Alter! Naja, komm. Na gut. Ist ja auch eine Rolle, die ihr entsprechend werfen muss. Und mit Rückenwind auch. Okay, aber trotzdem. Das hätte ich mir jetzt schlechter vorgestellt. Das Einkurbeln sieht ein bisschen komisch aus. Aber es geht. Es war sehr kurios, dieser Drill. Also bis jetzt kann man diese Kombos ja absolut ruhigen Gewissens empfehlen. Natürlich muss man die Rolle austauschen gegen eine 700-Euro-Rolle von Maxi, aber sonst der Rest. Die Frage ist halt noch, ob ich nach 5 Minuten einen tauben Arm habe oder einen Tennisarm vom Kurbeln. Weil das Ding natürlich doppelt so viel wiegt wie eine normale Kombo. Nobody's perfect, wa? Leben ist kein Ponyhof. Ankert ihr? Nö.
driftet, ja? Ja. Cool, dann treffen wir zusammen, würde ich sagen, wa? Also ich sag mal, ich freue mich natürlich für die Jungs. Ist immer gut, wenn sie was gefangen haben, dann sind sie motiviert. Dann ist doch alles gar nicht so kacke, wie es vorher war. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, dass ich das nicht machen muss. Ich habe es ja schon mal gemacht, Leute. Ich habe schon vor 4 Jahren das Lidl-Set getestet für 29,95. Und zwar in Norwegen unter härtesten Bedingungen, wenn ihr das Video kennt. So, jetzt muss ich mir kurz schnell das Loch raussuchen. Ja, genau, hier richtig, perfekt. Fisch! Wollte gerade den Spotwechsel machen und habe gedacht, ach, ich werfe mal beim Spotwechsel ruhig auch noch mal ein bisschen links-rechts. Warum nicht? Der Große macht die auch irgendwie genauso krumm wie der Kleine. So, Leute. Da ist der nächste. Den knapp. Aber nächster Fisch mit der Eierkombo. Alter, Maximilian Murawski! Ich sag's immer wieder, man braucht kein teures Tackle. Richtig. 25 Euro, fertig. Leute, die Challenge haben wir eigentlich nur für Maxi gemacht, damit er mal wieder geerdet wird. Aber Leute, man muss mal ehrlich sein, der Köder ist schon noch entscheidender als die gute Rolle. Auch der, das ist alles so theoretisch. Aber es macht halt mehr Spaß mit besserem Zeug, ne? Musst du eigentlich nicht die Route wechseln, Yoshi? Nee, ich würde bei dir bleiben jetzt. Ich wollte ja lieber die lange nehmen und dann ist auch okay für mich. Nächste Drift, ich habe angekündigt, ich hänge so einen Gummi ran. Mal gucken, wie das funktioniert. Bin gespannt. Fährt schön über den Spot rüber. Liebig. So was liegt ja. Da kriegt so eine Krawatte, kriegt da. Jetzt bin ich angenehm über den Spot gefahren. Mein Gott, Leute. Guck mal, wie groß der See ist. Aber geil, dass du das Vorfach auch nimmst. Hast du damit den Hecht gefangen? Wirklich? Alter. Ist das dein Knoten oder war der dran? Also der Knoten war schon. Aber wenn du willst, kann ich auch noch einen guten Köder geben. Also kann... Der nächste Fisch, Leute, guck mal, da kommt er schon hoch. Es ist wirklich schwer, ich habe gerade den Motor ausgemacht. Ich habe noch nicht mal ausgeworfen. Das war jetzt mein allererster Wurf, der schon wieder Fisch dran hat. Also irgendwas scheint an dieser Route dran zu sein. Wahrscheinlich verkaufen die so dieses Anfängerglück mit. Bei der Route ist Anfängerglück mit dabei. Ja, weil die Route ist so eine Anfängerroute, da ist das Anfängerglück mitgekommen. Richtig. Alter. Oh, der wollte ins Boot springen. Ja, da hat man gesehen, dass der gleich runterzappeln will. Leute, gleich knallt es auch bei mir. Zweiter Wurf zwar schon, aber so what. So, da ist der Köder, Leder und Minnow. Und da ist der kleine Pike. Nummer 3 für mich. Nummer 4 insgesamt heute. Ich hätte dann gerne mal die kurze Route, Max. Nee, ich behalte die kurze. Auf auch wieder zurück. Ja, also ich kann mich echt nicht beschweren. Props, Maxi. Das läuft ja bei dir. Wie ein Länderspiel. Mit dem kurzen Knüppel, ey. In der Kürze liegt die Würze, sagen ja die Frauen auch immer, ne? Es kommt nicht immer nur auf die Länge an. Sondern auf die Technik. Wie man den rein twitcht und so. Fisch! Genau vom Boot. Aufgeschossen, Joshi auch. Doppeldrill. Oh. Meiner ist abgegangen. Meine auch. Im selben Moment. Die gar nicht gespürt, ne? Nee. Also, was mir wirklich auch direkt auffällt, was Joshi auch gerade gesagt hat, ist, dass er seinen Biss nicht gemerkt hat. Und das ist nämlich genau das Ding immer mit diesem Anfänger-Equipment bei vielen Sachen. Wenn ihr euch so Anfängerzeug kauft, also wirklich so das Einfachste vom Einfachen, dann ist es halt. Eigentlich ja was, wir angeln jetzt schon seit Jahren und sind die Profis in Anführungszeichen, ja. Wir können halt auch dann irgendwie damit angeln, aber ein Anfänger, der merkt ja sowieso schon noch nicht alles und muss sowieso schon sich auf so viel konzentrieren und so viel, ja, versuchen richtig zu machen. Und wenn sein Equipment ihn dann noch daran hindert quasi, also wenn es das Ganze erschwert, dann ist es auch nicht das Richtige für einen Anfänger. Wenn ich jetzt mal so zu Maxi rüber an Linze und so das Gewicht von der schweren Route merke, dann denke ich mir so, vielleicht hätte ich mal doch die kurze Route nehmen sollen, weil die ist natürlich deutlich leichter als der Knüppel hier. Und gerade eben, ich habe mir jetzt einen Gummifisch rangemacht, hatte auch schon den ersten Biss und den ersten Nachläufer. Aber den Biss, den ich hatte, der Fisch hing auch kurz, habe ich gar nicht gemerkt. Also es fühlte sich an, als wenn ein Kraut dran wäre. Also wie viele Fische hast du jetzt? Ich habe jetzt einen rausgeholt. Und wie viele Fische hat Maxi? 3. Also 3-1. Ja. Der Drops ist noch nicht gelutscht. 3-1 steht es. Ich verstehe das selber hier im Moment noch nicht so richtig. Weiß auch nicht, vielleicht
gibt es ja auch Beißphasen auf dem Gewässer. Ich war ja hier erst einmal, da haben wir richtig auf den Sack gekriegt von Karl und Alex. Vielleicht ist es jetzt auch wieder vorbei und wir hatten gerade Glück. Und ja, mit ein bisschen besserem Equipment würde man vielleicht noch mehr rausholen können. Ich bin auch sehr eingeschränkt mit meinen Ködern. Also ich habe jetzt hier diesen Hardbait dran, flachlaufender, Laydown Minnow. Und danach geht auch nicht mehr viel, weil viel größere Köder. Ein Gummi? Nee. Warum soll ich never change a winning team? Warum soll ich jetzt hier den Köder abmachen? So, ich würde sagen, wir fahren weiter. Abfahrt. Aus irgendeinem Grund drifte ich hier irgendwie so 300 Mal so schnell wie die. Kann nicht sein, eigentlich. Da vorne ist der Spot und irgendwie nach 5 Sekunden bin ich wieder drüber gedriftet. Aber ich habe jetzt keinen Bock, ständig immer umzusetzen, alle 10 Sekunden. Deswegen angle ich jetzt einfach mal so. Mal gucken. Fisch auf Gummi. Löwe. Das ist ein Löwe. Das ist ein richtiger Löwe. Ich komme die Route mal. Wirklich, wa? Zack. Kleiner Shetties und noch kleinerer Hecht. Plops. Der Biss kam aber dieses Mal gut durch. Also deutlich besser als der beim ersten Mal. Großer Fisch, großer Biss. Klar. Leute, was hab ich denn da gefangen? Den kann ich selbst mit der Route einfach rausliften. Dass ich den dran vielleicht? Schönes Fischstäbchen. Maxi, wenn du mal werfen willst, sag einfach Bescheid. Also ich würde die auch mal rüberheben. So. Alles okay. Alles gut. Noch mal ein bisschen pumpen hier. Alles gut, alles gut. Musst du mal ein bisschen pumpen. Ich komm klar hier mit der. Victor ist am Drillen. Ja, Victor ist am Drillen, stimmt. Oh, hab ihn gesehen an der Oberfläche. War kein schlechter. So, da ist mein erster. Was sagt er dazu? Leute, ich muss mal sagen, so, schöner Biss, schön eingeknallt. Ich bin Gott sei Dank nicht in die Karl-und-Alex-Falle getappt. Man kann natürlich mit kleinen Ködern auch fangen und viel fangen, aber ich will irgendwie, ich kann Maxi und Joshi tatsächlich in diesem Battle auch verstehen, dass die gesagt haben, nein, ein Hecht ist nur ein Hecht, wenn auch ein Köder über 5 cm frisst. So sägt eigentlich im Prinzip auch. Aber ihr seht, man kann auch die kleinen, kleineren, ich zeige euch erstmal kurz, ziehen sich so eine etwas größeren Köder rein, wa? Fisch on, der nächste. Riesenapparat wieder hier. Also die Großen sind echt unterwegs. Wir haben gut angefangen und dann aber ordentlich nachgelassen von der Größe, würde ich sagen. Das sind hier diese Standard-Körbin-Hechte. Gurke. Egal. Für mich Nummer 5. Also ich muss auch wirklich sagen, ganz ehrlich, Real Talk, zum Twitchen, die Aktion und die Länge von der Route ist nicht schlecht. Mit so einer Glasrute, die federt ein bisschen was ab. Mit der kann man ganz gute Schläge machen und so. Wie gesagt, die Länge ist auch gut. Der Griff ist halt zu kurz und sie hat keinen Trigger. Hier unten der Triggergriff fehlt, deswegen liegt die nicht gut in der Hand. Und mir tut die Hand schon ganz schön weh. Das ist ein bisschen ungeil. Und ich habe echt ein bisschen Angst um meine Schnur, weil hier ist eine Plastikeinlage drin. Also das ist richtiger Rotz eigentlich. Das Gute ist, Leute, wir sind ja hier nicht in Bayern, sondern in Mecklenburg bei den Müritzfischern. Da gilt ein Fangfenster. Und diesen Fisch haben wir ordnungsmäßig vermessen. Und er füllt dieses Fangfenster leider nicht. Ist ja kein Wettkampf. Das heißt, es ist, wie gesagt, aber trotzdem am Ende muss ich gewinnen. Hier gerade drei Dinger hintereinander drauf gehabt. Alle ausgestiegen. Den Victor hat da drüben wieder einen. Da müssen wir eigentlich mal hinfahren. Da muss ja alles voll sein. Wenn Victor Fische fängt, da muss alles, da muss es wimmeln. Da müssen wir übers Wasser laufen können. Es ist auch extrem illegal, was ich hier mache. Das darf man überhaupt nicht eigentlich. Das ist eine Route für Forelle und Barsch. Und für die Leute, die nicht lesen können, für die ganz dummen, ja, ist hier auch noch mal eine Forelle und ein Barsch drauf, aber kein Hecht. Und ich angle hier auf Hecht. Das geht überhaupt nicht. Das lernt man in der Fischereiprüfung, dass man das einfach nicht machen darf. Maxi, wir haben ja jetzt schon einiges mit den Routen getestet. Aber was meinst du denn, was die Wurfweite angeht, wer da im Vorteil ist? Also eine 270-Route oder eine 180-Route oder was ist die? 1,80. Okay, Leute, die ultimative Weitwurf-Challenge, Lidl versus Penny. Mal sehen, wer welche Route weiter werfen kann. Aber ich brauche noch so einen Köder. Western Swim, den sollte eigentlich jeder in seiner Box haben. Hast du doch auch, oder? Was habe ich nicht. Hä?
Hä, du hast, ich hab dir doch... Fische nur mit dem Laydown Minnow von Norris. Ich sollte dir doch 10 Stück bestellen. Ich hab noch wirklich keinen Minnow. Ich hatte einmal in der Werder... Jeder sollte eins. Zum Glück habe ich noch einen. Okay. Gleichzeitig werfen. Dann gucken wir mal, was... Wer die Challenge gewinnt, hat automatisch 3 Fische mehr gefangen. Okay. Man merkt, dass beide so richtige Wettkampfangler sind, dass sie quasi mitten im Wind jetzt schmeißen wollen. Ja, also mit der Route hier kann man wirklich echt gar nicht gegen Wind werfen. Eins, zwei, drei. Oh! Das war aber gar nicht knapp. So groß der Unterschied, wie ich gedacht hätte. Knapp, Leute, knapp. Also war so die Routenlänge. Also Lidl hat gewonnen. Also ja. Penny für Genauigkeit, Lidl für grobe Distanz. Das soll ja eigentlich eine Route für Anfänger sein. Ja. Das heißt, die darf eigentlich nicht beim ersten Wurf kaputt gehen. Ich habe schon vorhin als die bitte. Egal. Die bitte? Dafür ist sie gemacht. Wofür? Dass sie quasi irgendwo gegen donnert und trotzdem noch auswerfen kann. Oh. Max, Mann, halt doch nicht die Route. Mach mal deine Route runter, Alter. Junge. Beiseite mit dir hier. Aber ich muss mal trotzdem sagen, Leute, die haben ihren Fisch gefangen. Ja. Die Frage ist nur, ob die Route den Fisch fängt oder der Angler. Genau. Oder der Köder. Nächster Wurf, nächster Fisch. Leute, konnte es hier konnten, wa? Spaß. Das Späßelchen, ihr wisst ja, wie es ist. Da hängt wieder einer, nachdem hier gerade direkt auf ein paar Fehlbisse kam, ist wieder ein Fisch hängen geblieben. Ich glaube, der ist jetzt zumindest nicht so eine Ultraflöte. Ich glaube, ich gehe auch mal wieder auf Artbait. Du, ich habe auch noch so ein paar von diesen Laydown Minnows. Wenn du willst, nee, gebe ich dir einen ab. Swim hat ja auch schon gemacht. Ich würde dir einen abgeben, Yoshi. Swim hat auch schon gemacht. Ich gebe dir einen ab. Ich will keinen. Ich bin Ehrenmann, ich gebe dir einen ab. Ich will keinen. Schöner, so richtig guter. Nummer 6 für mich. Ah. Ja gut, Größe ist ausbaufähig, aber was soll ich machen? Den großen hatte ich ja schon, will mich jetzt hier nicht beschweren. Vielleicht sollte ich auch mal mein Stahlvorfach einfach ändern, oder? Da hatten wir letztens in der Better Fishing Box was drin, Max. Ist das in der Tasche? Ja, Wolframvorfach. Häng ich mir das mal ran. Wieso hast du das jetzt in der Tasche? Tja. Alles, was man in der Better Fishing Box findet, hat man mal in der Tasche. Also ich glaube, das sieht ein Blinder mit dem Krückschock, dass es da einen Unterschied gibt. Halb so dick. Kaum sichtbar, die Snaps vernünftig. Das machen wir mal. Schön. So, Vorfachwechsel hat sich so ziemlich genau nach 25 Sekunden bewährt gemacht. Erster Wurf. Western Swim mit einem Wolfram-Vorfach. Zack. Sorry. Na gut, ich sag mal so. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Leute. Da müsst ihr jetzt nochmal nachmessen, ob der nicht vielleicht sogar in das Fahrt. Nein, Spaß. Gut. Er sieht einfach so geil aus, Yoshi. Ich kann mir nicht halten, es sieht einfach so geil aus. Mit dieser Route, das. Ich habe mir gerade einen Vorfach aus der Better Fishing Box rangehangen und habe direkt beim ersten Wurf, nachdem ich von dem grün ummantelten auf das Wolfram-Vorfach aus der Box geangelt habe, einen Fisch gefangen. Mit einem Köder, der in der Box war. Soll ich dir mal wirklich was sagen, Yoshi? Das ist kein Spaß. Vielleicht ist es ein Karma, ja? Aber ich habe es jetzt so oft gehört von meinem kleinen Nachbar. Der hat unterm Baum bei uns vom Grundstück immer geschmissen, nichts gefangen. Köder von der Better Fishing Box gemacht, den kleinen Crankbait. Ja. Und erster Wurf. Hat er gesagt. Ich habe ihn nicht dazu gezwungen, wirklich nicht. Der hat gesagt, ey, ich habe mir diesen Dings dran gemacht. Ich so, wo hast du den hier? Na, den hast du mir doch gegeben, aus der Dingspumpe und so. Ohne Spaß. Dann neulich wieder auf dem See gewesen, Köder gewechselt, einen aus der Better Fishing Box. Okay, war zweiter Wurf. Aber das höre ich nur die ganze Zeit. Woran liegt das wohl? Es muss an den Typen liegen, die entscheiden, was in der Box drin ist. Das und natürlich sein. An der herausragenden Qualität für einen extrem geringen Preis. Yoshi, du alte Schlange. Keiner kann, wie du diese Route hältst, richtig geil. Wie beim Bassmaster Pro Classics. Fisch. Noch ein Fisch. Nein, zwei Fische. Nein, jetzt ist er ab wegen dir. Meine auch. Oh, toll, Alter. Nein. Ja. Och, Leute. Vielleicht sollten wir mit Mono angeln. Ach nee, machen wir. Vielleicht sollten wir mit Glasfaserrouten angeln. Ach nee, machen wir ja. Wirklich alles, was eigentlich dafür sorgt, dass weniger Fische aussteigen? Ja. Bringt hier Aussteiger ohne Ende. Aber wahrscheinlich liegt es einfach, dass der Biss zu spät gespürt wird und nicht richtig, der Anschlag nicht richtig durchkommt. Nein. Fisch! Spannung ist drauf. Komm! Nein! Komm, Maxi. Das gibt's doch nicht! Ich hatte Kraut dran und habe einfach nur schnell eingekurbelt und dabei ist der Fisch trotzdem noch aufgeknallt. Was für ein dämlicher, wa? Okay, Leute.
weil die anderen ja mit den Ruten angeln, habe ich mich quasi bereit erklärt, mal mit dem Köder aus der Lidl, wie ist das Set nochmal? Lidl Zander Set. Lidl Fishing Box. Ich würde gerade wirklich aus dem Lidl, aber egal. Leute, dieser Wobbler ist ein bisschen tieflaufend. Hier ist er sehr flach, mal sehen, ob das klappt. Die Haken sind vielleicht auch ein bisschen groß für das Gerät hier, aber ne, ich gebe es auf jeden Fall. Ich sag mal, ich gebe dem Ding 2 Würfe. Erster Wurf. So Leute, da ist es passiert. Ich muss ja wirklich mal sagen, wa? Aber dieser Köder ist tatsächlich aus dem Lidl-Set, ne? Und schön weggeatmet, das Ding, ne? Also ich sag mal, auch da kann man jetzt nicht komplett sagen. Also man muss wirklich sagen, ne? Fische fangen kann man damit. Nicht mit der richtigen Route. Da hast du wohl recht. Weil dieser Köder wahrscheinlich an der anderen Route vielleicht gar nicht so gut gelaufen wäre. Man weiß es ja nicht. Ist nicht alles schlecht. Kann ich das mitnehmen? Das ist richtig geil. Ich glaube, damit kann man ja auch richtig Fische fangen. Wow. In Russland haben wir öfter somit auch Fische gefangen. Wirklich. Das ist ohne Witz hier sogar verlängerbar. Geil. Ich würde sagen, vielleicht nach der Challenge könnte sein, vielleicht, dass Yoshi oder Maxi vielleicht ihre Route an dich abdrehen. Ich glaube nicht. Warum nicht? Doch, meine kannst du haben. Ja? Kein Problem. Mit der Rolle, kein Problem. Die ist auch geiler. Das mit der Rolle müssen wir noch klären. Das ja. Sprechen wir. Die brauchen. Okay. So, wir sind zurück und jetzt wollen wir natürlich wissen, können diese Ruten aus dem Supermarkt mithalten mit ganz normalen Ruten aus dem Angelfachgeschäft und B, Penny oder Lidl. Also, gib doch mal euer Feedback. Das war mit Absicht. Also, das können wir nur, eigentlich gibt es nur eine Methode, das rauszufinden. Ich würde ja mal sagen, die hatten nicht nur Vorteile, diese Routen. Also der ultimative Test. Ich würde ja sagen, sie hatten nicht nur Nachteile. Sieht wie folgt aus. Man stellt die Route so hin und dann gehen wir rüber. Okay, jetzt mal ernsthaft. Aktion, okay, ernsthaft. Transportlänge, die wichtigsten Sachen halt. Ich habe in der Schule gelernt, wenn man kritisiert, soll man immer erst mit dem Positiven anfangen. So, das heißt, ich fange mal damit an, dass die von der Länge zum Twitchen vom Boot aus, so, wenn ich so da stand, jetzt nicht so schlecht war. Also es ist die richtige Länge, um so Jerks zum Beispiel oder halt auch diese Twitchbaits zu fischen. Das hat sie schon mal ganz gut gemacht. Auch die Aktion mit so einer Glasrute, die so ein bisschen softer ist, war jetzt nicht so schlecht zum Twitchen. Und sie hat auch die Fische gut mitgemacht. Es gab erstaunlicherweise viele Aussteiger, aber ja, trotz des kleinen Köders, ne? Ja, ich weiß, und zwei Drilling, keine Ahnung, woran das lag, weiß ich nicht. Vielleicht daran, dass man wirklich nicht richtig anhauen kann einfach. Aber gut, Rolle brauchen wir nicht drüber zu reden. Stimmt, aber ist nicht dran. Hochwertiger Korkgriff. Ja, nee, hochwertig ist der nicht. Da sieht aber man hier, Korkgriff. Dass da irgendein, da ist irgendwas drunter, irgendein Schaumstoff oder so, ein Schaumgummi. Und da ist so ein ganz kleines bisschen Kork oben drüber. Also es ist nicht wirklich ein Korkgriff. Rollenhalter braucht man auch nichts zu sagen. Ist halt irgendein Billo-Mistding, hatte ich Angst, dass der meine Rolle zerkratzt. Hat er aber nicht. Ringe brauche ich auch nicht zu. Ringe brauche ich. Ringe brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Das ist halt auch mit einer Plastereinlage und so weiter. Aber was auf jeden Fall der absolute No-Go-Faktor ist, gerade bei so einer, ja, das ist ja Glasfaser, ne? Das muss ja eigentlich Glasfaser sein. Was soll denn das sonst sein, die Route? Ist, dass die schon gebrochen ist, hier. Angebrochen, angeknackst. Also, kann damit jetzt noch angeln, aber auf jeden Fall ist es schon mal angebrochen. Wir haben vorhin noch zu André gesagt, der jetzt nicht der Profi-Angler ist, dass eigentlich normalerweise eher so eine Kohlefaserroute durchknallt als so eine Glasroute hier. Also wie das passieren konnte, kann ich mir auch überhaupt nicht erklären. Wir haben die super behandelt, die Routen eigentlich. Vom Handling her haben wir denen echt wirklich unsere volle Aufmerksamkeit geschenkt und echt aufgepasst wie ein rohes Ei. Ne? Man muss ja sagen, du hast eine 94er Hecht damit rausgeballert. Ja, das stimmt. Also hätte ich aber mit der Original-Kombo, mit der Originalschnur ziemlich sicher nicht. Nee, der stand so drin, die Route war so krumm, ihr habt es gesehen, Leute. Das wäre nicht gegangen. Nee. Was natürlich auch der übelste Abfuck ist, ist hier, dass die, ich habe ja falsch schon damit geangelt und mit 4 Ringen, ja, da geht halt die Schnur hier einmal unten lang und wird nicht an der Route am Blenk gehalten. Das ist totale Scheiße. Okay, kommen wir zur Lidl-Route. Die war ja sage und schreibe mehr als doppelt so teuer, ja, wenn nicht sogar 2,5 mal so teuer. War sie ihr Geld wert? Das Problem war,
Ich habe ja mit monofiler Schnur geangelt, zwar sogar nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes als bei Maxi, der hat ja eine geflochtene Schnur dran. Mit der Mono hast du natürlich so viel Dehnung drin, dass du bis so auf Distanz gar nicht mitbekommst. Ich habe einmal gekurbelt so und merkst so, okay, jetzt habe ich einen leichten Widerstand, bringe ein bisschen Druck drauf, das macht natürlich auch immer Wumm. Ne? Also musst du natürlich doppelt so weit anpassen. Das ist wirklich das Geräusch, das ich durch die Angabe habe. Dass ein Düsenjet startet. Ja, und das war nicht so geil. Na gut, aber ansonsten. Du hast halt die Bisserkennung war halt nicht das A und O. Die Rolle hat halt auch ganz schön viel Spiel, ganz schön klapprig. Mhm. Gut, also würdest du sagen, dass das 62,95 Euro nicht wert ist? Nein, würde ich nicht sagen. Würdest du sagen, ist es nicht wert? 24,95 Euro? Ja, wie gesagt, plus die Rolle halt, ne, die ich dann tauschen musste. Also, aber gut, würde man andere Schnur auf der Rolle haben, dann hätte ich wahrscheinlich genau das gleiche gefangen, letztendlich. Und dann hätte ich aber einen Köder gehabt, der auch genau das gleiche wie die Kombo gekostet hat. Und damit kann man Fische fangen. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind hier bei den Müritzfischen am Köpingsee, wo sehr viele Hechte und sehr viele Fische rumschwimmen. Deswegen war es wahrscheinlich auch nicht eine ganz faire Challenge, wenn man jetzt mit dieser Route zum Beispiel an einem schweren Spot stehen würde und vielleicht ein bisschen weiter ausschmeißen müsste oder ein bisschen genauer oder. Ja. Würde es wahrscheinlich, sag ich mal, Abstriche geben. Wir haben auch echt viele Fische verloren. So unfassbar viele Fehlbisse gehabt und Fische verloren. Also das muss ja an den, passiert uns ja sonst nichts. Es muss ja irgendwo an irgendwas in der Kombo gelegen haben. Wie gesagt, wahrscheinlich daran, dass man nicht richtig anhauen konnte, weil man auch eine super schlechte Bisserkennung hatte. Die Bisserkennung nicht gut. Also. Okay, Leute, was würdet ihr jetzt dem Einsteiger empfehlen, wenn er quasi sagt, okay, ich will mal angeln. Soll er sich das Set kaufen oder was soll er tun? Also ich würde sagen, dass man bei uns bei Hypefishing für 100 Euro im Ganzen, wenn man das investiert, wenn man bereit ist, 100 Euro zu investieren, bekommt man auf jeden Fall was deutlich Besseres mit einer vernünftigen Schnur, mit einer vernünftigen Rolle und auch mit einer vernünftigen Route. Ja. Allerdings muss ich sagen, für 25 Euro wird man nichts viel Besseres bekommen. Also ist jetzt nicht zu teuer oder so. Das war schon, also wie gesagt, was soll man bei 25 Euro für ein komplettes Set erwarten? Aber überleg mal, wenn du noch 25 Euro pro Angeltag rechnen musst, weil die Route ist eigentlich kaputt. Gut, bist du bei 4 Tagen angeln bei 100 Euro. Stimmt, kann man so rechnen. Ja, gut, richtig. Wer billig kauft, kauft zweimal. Oder dreimal oder viermal. Ja. Also Leute, in dem Sinne, schaut auf jeden Fall mal bei Hypefishing vorbei. Ist der geilste Online-Shop der Welt, das kann man ja fast so sagen, ohne zu übertreiben. Ja. Es ist so. Er ist zwar noch nicht online, während wir hier sprechen, aber wenn das Video rauskommt. Aber wir wissen ja schon, was drin ist. Es kommen nur die besten Sachen rein, es kommt kein Schrott rein. Es wird wieder mal von uns allen ausgesucht, sozusagen. Ja. Da ist also kein Plumps-Scheiß drin. Nur eine Ansage an Lidl und an Penny. Wenn ihr mal richtig Bock habt auf ein richtig geiles Set für 100 Euro, dann sagt uns Bescheid. Wir beraten euch gerne. Also das wird richtig cool. Gut, das war's. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So schlecht ist sie jetzt gar nicht. Guck mal, wenn man einen Hänger hat, kann man die richtig gut lösen. Auf jeden Fall. Mit meiner auch. Komm, wo ist denn der nächste Mülleimer? Kann ich die mal haben? Na gut. Danke, Jungs. Kein Problem. Endlich sind wir den Schrott los. Alter, Müll.